geht's dir gut? Du siehst nicht gesund aus. Du solltest echt nicht mehr so viel trinken. Norma? Geht's dir gut? Alter Schwede. Das fand ich jetzt richtig gruselig mit diesem Hintergrund, dass die eigentlich ja tot ist. Das fand ich jetzt richtig gruselig, muss ich zugeben. Da läuft es mir wieder ein bisschen kalt runter. Mir bahnt sich ein schlimmer Verdacht an. Serenas Macht scheint inzwischen so groß, dass sie die Fähigkeit besitzt, die Gestalt anderer Personen anzunehmen. Norma, mein Gott, ich... Hau ab da! Für einen Moment dachte ich wirklich, meine Schwester sitzt vor mir. Ja, okay, das ist natürlich fies. Würde jeder denken dann. Also, natürlich wäre da jeder ein bisschen durch den Wind. Wir dürfen Serena nicht unterschätzen. Sie wartet seit 15 Jahren darauf, dass ihr Tod aufgeklärt wird und sie Erlösung finden kann. Das macht sie gefährlich und verdammt mächtig. Ich dachte, sie würde uns nur Angst einjagen. Was meinst du mit mächtig? Wozu wäre sie denn noch fähig? Naja, es kommt alles aufs Gleiche hinaus, glaube ich. Ich habe bereits viele Geistwesen getroffen, aber das, was Serena hier tut, dazu war noch keines in der Lage. Das gesamte Ausmaß ihrer Macht kann ich noch nicht final einschätzen. Solltest du dich beeilen? Wir müssen also weiter auf der Hut bleiben. Physisch kann sie uns noch nichts tun, aber psychisch sind wir alle angespannt und dürfen uns nicht von ihr brechen lassen. Na, ein paar haben es aber schon. Norma, Claudia, es wäre so schön, sie wiederzusehen. Ich vermisse sie so sehr, das war gerade wirklich schmerzhaft. Natürlich war es das. Henry. Es war auch sehr, sehr gruselig, fand ich. Serena weiß genau, wo sie uns treffen muss, damit es weh tut. Vor allem, das ist halt gruselig, weil man halt weiß, dass die halt, ne, mit diesem Hintergrund, mit dieser Geschichte dazu. Sonst wäre es ja nicht so gruselig. Ich will jetzt nur noch hier weg, ich hole meine Sachen und dann raus hier. Ich hoffe, du kommst auch raus. 10 Uhr gleich, hui. Herzmensch. So, die Gruppe steht schon mal. Huch. Lea, fehlt nur noch die Hauptdarstellerin. Was ist denn jetzt los? Herzschmerz, ne? Nicht Herzmensch, ich Idiot. Och nee, wirklich jetzt? Alter Schwede, jedem, dem du dein Herz schenkst, schenkst du gleichzeitig ein Messer, mit dem er dich verletzen kann. Wisst ihr, was ich ein bisschen gruselig finde? Also, tatsächlich diese Gruppe. Nicht, dass das... Ich hab grad so ein... Ja. Einen bösen Verdacht, dass wir uns quasi den Mörder, vielleicht die Mörderin, so gesehen aussuchen können. Wisst ihr, was ich meine? In diesem Spiel. Aber andersrum stehe ich noch zu meinem anderen Verdacht. Deswegen, ich habe ein bisschen Gefühl, vielleicht ist es einfach noch eine falsche Fährte, immer noch. Fehlt noch die Hauptdarstellerin. Oh Gott, Lea, was machst du denn da jetzt? Wieso öffnest du eine Gruppe, Lea? Was soll das hier werden? Hab ich was verpasst? Ach Gott, das ist ja jetzt wirklich blöd. Herzmensch vor allem. Sehr gut, Guckel, sehr gut. Das wirst du gleich erfahren. Gibt's jetzt eine Schlammschlacht? Wo ich zuschauen darf? Aber bitte nur nackig, ne? Aber nicht in der Gruppe, das ist ja langweilig. Nora, bist du auch anwesend? Oder schon dabei, die nächste Beziehung zu zerstören? Alter Schwede. Jetzt dreht sie durch. Sebastian, ich kann nicht glauben, dass so eine billige Nummer bei dir zieht. Ich ahne Böses, bist jetzt völlig durchgedreht. Klärt mich mal bitte jemand auf.
Was ist denn passiert? Da ist doch wieder irgendwas Komisches passiert. Ich habe deine rothaarige Austauschstudentin heute Morgen um ein Treffen gebeten. Oh, sie schreibt. Nora, wie konnte ich nur so naiv sein? Hä? Lea schrieb mich unter dem Vorwand an, dass sie für dich eine Überraschungsparty plant. Ob ich nach meiner Ankunft kurz Zeit und Lust hätte, sie zu unterstützen? Na, da war es wirklich naiv. Da ging es ihr nur darum, mich über dich auszuquetschen. Lea? Die haben die gleiche Farbe hier, ist ein bisschen irritierend. Bei dieses Grün. Haben die das? Nee, haben sie nicht alle in den Gruppen sonst, ne? Wundert es dich nach der Nachricht, die du mir auf Insta geschickt hattest? Nora, das gibt dir noch lange nicht das Recht, mein Handy zu durchsuchen. Oh Gott, das ist der richtiger Bitchfight jetzt. Deine tolle Ex hat heimlich unseren Chatverlauf gelesen, als ich kurz zur Toilette war. Super. Wir waren dabei, Lichterketten für deine angebliche Überraschungsparty zu suchen. Lass dein Handy ruhig hier, Nora. Dann kann ich ja weiterschauen. Lea, du bist so eine hinterhältige Bitch. Ach, ich wollte diese Begriffe ja nicht mehr nennen in dieser Folge. Naja gut, die Folge ist schon rum. Es ist ja schon eine andere Folge. Jetzt darf ich wieder. Lea, sagt die, die mit den billigsten Mitteln meine Beziehung zerstört hat. Ich habe es gespürt, Sebastian. Im tiefsten Inneren habe ich gespürt, dass du mir etwas verheimlichst. Und mein Gefühl hat mich mal wieder nicht getäuscht. Darum bringe ich deine ganzen Freunde um. Nein, das glaube ich nicht. Das wäre irgendwie jetzt zu offensichtlich. Nur im tiefsten Inneren habe ich gespürt. Hört sich gut an, Lea. Ach, Mädels. Ich nehme euch einfach beide. Lea, deine Sprüche sind genauso billig, wie du es bist. Ist ja gerade beide irgendwie komisch. Will nicht sagen billig. Jetzt mach aber mal halblang. Ich kann nichts dafür, dass du eure Trennung nicht akzeptieren willst. Da hast du recht, Nora. 1-0. Ein Sexdate zwischen zwei Singles ist absolut nichts Verwerfliches. Nee, nicht unbedingt. In fremden Handys zu schnüffeln, dagegen schon. Ja, das stimmt schon. Beim ersten, wenn beide einverstanden sind, okay. Beim zweiten ist halt schon krass, geht in die Privatsphäre irgendwie rein, ne? Lea, du bist widerlich, ekelhaft und erbärmlich und hast keinerlei Ahnung von der Liebe. Und Sebastian, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So enttäuscht bin ich von dir. Ach komm, ich wollte mich doch nur auf Nora mal einlassen. Nicht wieder die Ex holen, nicht wieder altes, wie nennt man das so schön, altes wieder aufwärmen, sondern was Neues ausprobieren. Das, was du getan hast, ist einfach nur charakterlos. Während ich mir zu Hause die Augen ausweine, plant so ein Sexdate mit der Erstbesten, die dahergelaufen kommt. Oh Nora, ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem du in jemanden unsterblich verliebt bist und er genau dasselbe mit dir macht. Ach du grüne Neune. Wir werden schon mal keine besten Freundinnen. Nora, ich wollte doch aber nicht nur ein Knick-Knack-Date. Mein Aufenthalt in Deutschland fängt ja gut an. Okay. Ja. Wieso hast du mich eigentlich wegen Lea angelogen? Von wegen rein freundschaftlich. Jetzt verlieren wir noch beide, ne? Aber ich wollte mir doch Nora krallen, damit ich im Bett keinen Rückzieher mache. Finde ich gerade richtig blöd von dir. Es geht nicht nur ums Bett. Vielleicht wollte ich ja mehr von dir, Nora. Nicht nur Bett. Nun gut, du sollst dich so langsam entscheiden, was oder wen du willst. Wäre nur nett, wenn du mich auf dem Laufenden hältst. Das ist ein komischer Smiley dazu. Tschüss. Alleine in der Herzschmerzgruppe. Was? Sie stecken dahinter, schreibt Chiara. Wie konnten wir alle nur so blind sein? Wir haben ihnen vertraut. Wovon redest du, Chiara? Chiara, was ist los? Wem haben wir vertraut?
kommt jetzt die Auflösung. Wahrscheinlich stirbt sie vorher. Ich habe seine Stimme gehört. Meine Vermutung geht in die richtige Richtung. Prof, Sie sind es. Wieso tun Sie mir das an? Henry, jetzt bleiben Sie bitte alle ruhig. Meerschweinchen trinkt im Hintergrund. Professor, wo befinden Sie sich gerade? Er antwortet auch nicht. Yannick, Prof, sagen Sie bitte, dass Chiara sich irrt. Prof, war genau meine Vermutung. Henry, Chiara, wie sicher bist du dir, dass es seine Stimme war? Ganz sicher. Aber wieso schreibst du das denn in den Chat? Ach so, klar, er ist ja auch da drin. Ich habe ihn schon hunderte Male in Vorlesungen gehört. Das war eindeutig seine Stimme. Tessa? Oh Gott, dann hat Herr Kruger meine Schwester ermordet? Prof, sagen Sie endlich etwas. Unser Prof ein Mörder und Entführer, das glaube ich nicht. Prof, Sie mieses Schwein. Sag was dazu. Ich hab's tatsächlich vermutet. Ich glaube, ich hab's auch schon in irgendeiner Folge gesagt. Teilweise auch schon warum und weshalb, glaube ich. Ich werde es aber auch gerne gleich nochmal sagen. Cedric, wenn Sie Chiara etwas antun, mache ich Sie fertig. Yannick, ich kann das einfach nicht glauben. Elke? Bernhard, sagen Sie doch was. Sie haben dem armen Madel doch nix geto? Wolf? Dass er nicht antwortet, beweist doch eigentlich alles. Vielleicht ist er auch tot. Yannick, aber das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht ist meine Vermutung doch nicht richtig. Der Prof hat alles getan, um uns zu helfen. Ja, natürlich. Soll er in die Gruppe reingehen und sagen, hier, ich bin's, oder was? Wolf, genau, um den Verdacht von sich abzulenken. Da hast du den richtigen Riecher im Wolf, Herr Wolf. Cedric, Yannick, wie kannst du daran noch zweifeln? Chiara hat doch deutlich gesagt, dass sie ihn erkannt hat. Verdammt, es passt einfach alles zusammen. Der Altersunterschied... Serena war auf unserer Uni. Genau so ist es nämlich. Und der Satz von Gabriela, das Böse war mir doch so nah. Wolf. Jetzt, da wir wissen, dass der Prof hinter allem steckt, werden wir ihn aufhalten. Ich werde als erstes versuchen, seinen Standort zu orten. Sebastian, dabei musst du mir helfen. Hacki, hacki. Yannick, meint ihr nicht, ihr seid etwas voreilig? Den gleichen Fehler hatten wir bei Jonathan schon gemacht. Ich muss husten. Sie können stolz auf sich sein. Vielen Dank. Oh Gott, es stimmt wirklich. Wolf, dann ist es jetzt wohl eindeutig. Prof Kruger wurde aus der Gruppe entfernt. Helmut? Ich mache mich sofort mit meinem Team auf den Weg zu Herrn Krugers Wohnung. Chiara, wir werden sie da rausholen. Das glaube ich leider nicht. Henry, Helmut, so einfach ist das nicht. Ich glaube kaum, dass er Chiara bei sich zu Hause festhält. Nee, das glaube ich auch nicht. Es wäre zu billig. Wolf? Das befürchte ich auch. Darum muss ich jetzt Sebastian hacken lassen.
Helmut? Dieses Grinsen von dem Profilbild von Wolf, ne? Hihi. Hallo, ich bin der Wolf. Helmut, schon bald wissen wir mehr. Ich informiere euch, sobald wir vor Ort sind. Chiara? Ich habe solche Angst, der Prof hat Serena und Jonathan getötet. Durchhalten. Dann wird er auch mich töten. Die Polizei wird gleich bei dir sein, Chiara. Das werden wir niemals zulassen. Wir müssen dem Prof ins Gewissen reden. Nichts sagen. Vielleicht hilft das. Aber wie? Er hat schon 2 Menschen getötet, Sebastian. Echt? Der würde jetzt keinen Sinneswandel haben. Nicht? Norma? Wenn euer Prof hinter einem steckt, werden wir ihn aufhalten. Ja, dann brabbelt nicht so viel, dann tut's. Wolf? Da bin ich wieder. Es ist unfassbar. Ihr Jonathan Frakes. Ich war so nah dran. Fast hätte ich seinen Aufenthaltsort ermittelt. Aber nur fast. Erstmal muss noch was anderes gehackt werden. Doch der Drecksherr hat während der Ortung sein Handy ausgeschaltet. Sowas aber auch. Chiara, was sagst du dazu? Shit, nur noch 19% Akku. Ich werde mein Handy eine Zeit lang ausschalten. Mach doch Sparmodus an. Hätte ich jetzt nur mein Zweithandy noch, das müsste voll aufgeladen sein. Doch das hat jetzt der Prof. Oder der Prof schreibt mit deinem Zweithandy gerade. Wolf, wartet mal. Wieso haben wir nicht früher daran gedacht? Ja. Das, was ich gerade sagen wollte damit, glaube ich. Wir haben bisher nur versucht, Chiaras Handy zu orten. Ich werde weiterhin versuchen, den Standort des Profs zu ermitteln. Sebastian, versuch du bitte, Chiaras Zweithandy zu orten. Die ID lautet 17391. Viel Glück. Ach so, ja. Nee, ich hatte gerade tatsächlich was anderes im Sinn. Und zwar, vielleicht schreibt der Prof auch gerade mit Chiaras Account sozusagen, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Apps. Sofort hacken können wir gar nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ort den Standort von Chiaras Zweithandy vielleicht. Ist das der letzte Hackvorgang? Könnte vielleicht sein, aber ich weiß gar nicht. War mal Tag 5 oder so, ne? Glaube ich. War es nicht Episode 3? Gibt es nicht insgesamt 5? Oder sind wir bei 4? Aber wir sind doch noch nicht in der letzten Episode, oder? Ich bin mir da echt nicht mehr so sicher. Moment kurz. Oh. Um meine Abschiedsrede zu halten, musste ich mich mal ganz kurz anders hinsetzen. ja, Leute. Also, wir wissen jetzt tatsächlich, wer der Mörder ist. Oder wer der Killer ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt doch noch mal eine Verarsche ist. Aber ich muss sagen, das war tatsächlich auch meine Vermutung die ganze Zeit. Also, es hat so teilweise gepasst, so mit diesem, ne, er ist auf der Uni, er kennt sie alle deswegen, ist aber nicht im direkten Freundeskreis, ist aber trotzdem irgendwie in diese Gruppe mit reingekommen, weil er so getan hat, als ob er halt der freundliche Professor ist, der da hilft und so, ne. Ja, und hat aber ganz oft auch immer so dieses beruhigende Dazwischenfunken, also dieses Versuchen, die Leute zu beruhigen und dass sie nicht gleich zu weit gehen sollen und sowas. Wisst ihr, was ich meine? So dieses vielleicht doch nochmal irgendwie von abbringen, so. Und ja, ist schwierig. Irgendwie habe ich die ganze Zeit so ein bisschen im Gefühl gehabt, als ob der das ist, so. Es hat auch irgendwie, ne, ich hätte nicht gedacht, dass es einer von den Kollegen halt ist, von den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, sondern eher einer von, ja, halt Prof, wegen dem Altersunterschied passt es natürlich jetzt auch. Und ja, ich hatte zwischendurch, hatte ich so ein paar Vermutungen, noch andere, wo ich dachte, na, ist nicht doch vielleicht, wäre irgendwie krass, wenn es auf einmal dann die Schwester ist oder so, oder, ne, oder was ich meinte, wenn es irgendwie so ein super krasser Twist wäre und wir das dann wären oder sowas, und nur irgendwie wirklich eine richtige Macke haben sozusagen. Das wäre aber zu krass gewesen, das irgendwie alles zu erklären, glaube ich.
Mit dem Prof ist schon ganz gut, das passt auch zusammen. Und was auch super auffällig war einfach, das habe ich mehrmals erwähnt, dass in der Gruppe einer sehr ruhig ist. Der war halt tatsächlich, hat er sich, am Anfang war er ziemlich aktiv. Er hat dann aber angefangen, immer weniger reinzuschreiben. Vor allem hat er auch ganz am Anfang noch versucht, die Leute halt, ne, kommt mal in meine, ihr könnt in meine Gesprächsrunden und dann ist alles in Ordnung und ist ja nur Geisterkram und so ein Scheiß, ihr bildet euch jetzt alles ein, kommt in meine Gesprächsrunden, bla bla bla. So dieses Rausreden, ne, und naja, prinzipiell passt das alles zusammen und er hat sich halt auch die ganze Zeit so schön rausgehalten, finde ich irgendwie. Und vor allem hat er auch immer weniger geschrieben, finde ich. Deswegen hat das, deswegen bin ich da so drauf gekommen, von der Vermutung her. Und die anderen waren teilweise zu aktiv und einfach auch zu offensichtlich. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Jonathan. War klar, dass der das nicht ist. Dass der irgendeine andere miese Geschichte hat halt, ne? Und ja, auch alle anderen. Man hätte denken können, das geht in die Richtung. Na klar, man hätte jetzt auch denken können, das ist die Lea oder so, ne? Die halt einfach einen Hass auf uns hat und auch davon gesprochen hat, so die Person, die man liebt, zu verlieren und so. Aber ich glaube, im Kern ist die Lea schon eine gute. Wir hätten uns eigentlich auch für Lea entscheiden sollen. Wie gesagt, wenn ihr das möchtet, können wir gerne auch nochmal einfach einen Durchlauf machen, wo wir uns für Lea entscheiden. Da müssen wir uns natürlich durchklicken durch viele Dinger. durch viele Gespräche natürlich. Aber ist natürlich, wäre natürlich interessant zu sehen, wie das dann sonst ausgeht. Ob man dann wirklich. Der Mörder wird wahrscheinlich immer der gleiche bleiben, ne? Naja, das Spiel ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Wir haben nur erstmal den Mörder. Wir müssen das jetzt knacken. Und vielleicht kommt dann der Endspurt, ich weiß nicht. Es scheint ja noch ein bisschen weiter zu gehen irgendwie. Klar, es gilt natürlich, den Prof jetzt zu fassen. Außerdem, was ich trotzdem nicht verstehe, ist diese ganze Geister. Da bin ich mal auf eine Auflösung gespannt. Weil irgendwie, vielleicht soll das in dem Fall wirklich eine echte Geisterstory sein, weil wir halt eigentlich immer nur gewarnt werden sollen. Wisst ihr, der Killer ist halt nicht der Geist, sondern der Killer ist halt definitiv, ne, der auf unserer Welt wandelt sozusagen und der Geist versucht einfach zu warnen und kann aber irgendwie aus was auch immer für Gründen nicht direkt sagen, wer halt schuld ist, kann halt nur darauf aufmerksam machen, das nur zeigen und so. Ich weiß nicht, ich glaube, der Henry hat das mal irgendwie erklärt oder so, ich, keine Ahnung, wäre auch zu einfach, ne? Naja, Leute, also ich bedanke mich, wie gesagt, wie immer fürs Zuschauen. Freue mich auf jeden Fall riesig auf die nächste Aufnahmesession. Jetzt muss ich aber erstmal noch mal ein bisschen pausieren und dann ist auch schon bald Schlafenszeit tatsächlich. Morgen geht's wieder arbeiten. Und freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich natürlich wie immer fürs fleißige Zuschauen oder fürs Reinschalten, fürs Neu-Reinschalten, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Und / oder ein Abo da. Bestenfalls natürlich alles. Und dann würde ich sagen, ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Wenn es weitergeht, auf der Zielgeraden wahrscheinlich. Ich glaube aber noch nicht, dass die letzte Session wird. Von The Sign. Bis dahin, macht es gut. Ciao.